dass ihr eingeschaltet habt. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Vlog. Es ist Samstag, es ist schon etwas später. Es ist schon wieder 2:30. Wie kann denn das passieren? Okay, ich habe wieder ein bisschen länger geschlafen, ich glaube bis 10. Dann habe ich mich langsam fertig gemacht. Dann habe ich meinen Vlog schon geschnitten, also den ihr gestern gesehen habt. Und ja, mich jetzt gerade noch vorhin geschminkt. Und ja, keine Ahnung. Jetzt habe ich mir hier mein Wasser gleich wieder voll gemacht. Ich habe gestern tatsächlich noch über 3 Liter geschafft. Also ich habe, glaube ich, gestern 3 Liter Wasser getrunken und den Tee. Also ich glaube, ich habe gestern 3,5 Liter getrunken. Oh, wow. Also ich bin stolz auf mich. Deshalb habe ich mir auch hier gleich wieder meinen Tee gemacht. Das ist wieder die Mischung wie gestern, der Peach Beer. Der Deckel ist nicht richtig zu. Der Peach Purex Tea und der Papaya Body Tea. Ja, weil dann läuft auch nichts aus. Und gerade habe ich mir nochmal das Video von Bibi angeguckt, weil sie hat in ihrem letzten Video so Bowls gemacht. Und eigentlich mag ich das immer nicht so gerne. Also ich bin eher so der Toast Esser, Brot oder Semmeln, aber nicht so dieses mit Haferflocken und so. Aber weil ich noch Haferflocken hier habe und das mit diesem, sie hat so einen Schokopolch gemacht, das sah so lecker aus und so einfach. Von daher dachte ich mir, mache ich das jetzt. Ich habe jetzt hier noch Haferflocken. Dann hat sie Milch benutzt und Kaberpulver, das ist bei mir hier drinnen. Und genau, ich mache das jetzt einfach mal gucken, wie das schmeckt. Das sah eigentlich relativ lecker aus. Sie meinte, sie benutzt 5 Löffel von den Haferflocken. Ich gucke jetzt mal, wie viel Gramm das dann wären. Ja, so 60 Gramm. Ich mache noch einen. Okay, noch 2 Gramm. Genau. 70 Gramm Haferflocken, dann macht sie 150 Milliliter Milch. Ah, und die muss ich erst mit dem Kaberpulver mischen. Hallo Molly. Meine schöne Molly, Molly. Meinst du, dass es wird? Meinst du auch mir eine, du? Bitte, Sips. Wirtschips. Mali, Mali. Meine Mali. Meine kleine, feine Mali. Machst du mir die Schau? Schau noch mehr. Na, die mal nicht. So Leute, ich bin ready. Und das Ganze sieht jetzt so aus. Ich habe jetzt oben noch, ich habe ja dieses von Vitalis, glaube ich, dieses Knuspermüsli-Schoko. Davon habe ich jetzt oben noch sowas drüber gestreut und mir noch 2 Rittersport draufgelegt. Und das werde ich jetzt mal essen. Ja. Yes. So Leute, ich muss mich ein bisschen beeilen, weil in 10 Minuten fährt mein Bus. Ja, ich zeige euch wieder mein Outfit of the Day. Ich habe jetzt nicht viel mehr an als vorhin, außer diese Jacke. Ich habe ja heute wieder Ocean Support Klamotten an. Das hier ist der Beverly Bra, den ich hier trage. Und das hier ist die Beauty Pant, glaube ich. Ich glaube, das war die Beauty Pant. Dann natürlich wieder meine Doc Martens, weil ich möchte vielleicht so ein bisschen spazieren gehen, wenn das möglich ist. Von daher bequeme Schuhe. Und dann habe ich hier noch diese Jacke. Und die ist insofern besonders, weil das ist so true vintage. So vintage aus erster Hand. Die habe ich nämlich jetzt auch von meiner Mama bekommen. Und I mean, das ist so typisch, keine Ahnung. Die stammt wahrscheinlich so aus den 80er, 90er Jahren.
Also meine Mama macht sich immer so lustig über diese Klamotten, weil sie denkt so, ja, das hat sie vor 20, 30 Jahren getragen, aber ich habe die gefunden und die habe ich mir jetzt mitgenommen und ich finde die eigentlich ganz cool. Und ja, ich werde mir jetzt einen Mundschutz aufsetzen, weil man sollte das ja jetzt, gerade wenn man Bus fährt, ja. Ich hasse es jetzt schon. Das ist ja voll warm. Ich habe mir auf jeden Fall heute übrigens schon welche online bestellt. Also so welche, die man waschen kann aus Stoff. Da habe ich mir zwei schwarze bestellt und einen, der hat hier so eine Katzennase und so Schnurrbarthaare, voll süß. Kann ich euch unten mal verlinken, wenn ihr möchtet. Die sind aus Stoff, die kann man dann auch waschen, haben auch einen integrierten Filter und so weiter. Aber bis die halt ankommen, muss ich jetzt mit denen hier klarkommen. Die hatte ich noch so zu Hause. Und ich nehme mir hier mal noch einen Ersatz mit und dann werde ich jetzt mal zum Bus marschieren. Wie gesagt, ich will vielleicht ein bisschen spazieren gehen und ich kaufe mir dann diesen Farbfixierer. Einen Solarstream brauche ich. Ich habe ein bisschen was aufgeschrieben. Leute, ich glaube, ich gehe mal ein Stück, weil hier wird es schon ganz schön nicht mehr so schön. Und das habe ich jetzt gemacht. Ein Kunstwerk. Super. So Leute, gleich gibt es ein Update. Ich bin zu Hause und ich bin jetzt gerade noch schnell in meinen Keller gegangen. Und dabei habe ich jetzt auch wieder diese Schuhe hier gefunden. Ich mochte die an meinen Beinen immer nicht mehr, aber die, glaube ich, nehme ich mal mit nach oben und probiere die wieder mal. Ich habe die eigentlich, also das sind auch, glaube ich, Dogma. Und die hat mir mal meine Oma zu Weihnachten geschenkt und ja, ich wollte sie mal verkaufen. Aber ich habe sie nicht verkauft, weil sie von meiner Oma sind. Und ich habe hier so Ordner gefunden. Dann habe ich hier übelst coole, schade, dass ich nicht mehr in die Schule gehe, Harry Potter. Also die sind wirklich noch richtig alt. So, glaube ich schon 20 Jahre sind es schon 20 Jahre. Oh mein Gott, fast 20 Jahre. Und den hier.
Und ich glaube, hier sind... Ja, OMG. Hier sind Zeichnungen drinnen. Das sind noch alte Zeichnungen, die ich mal zugeschickt bekommen habe, als ich noch mein Postfach hatte. Und Leute, ich heb mir das auf. Das ist einfach nur... OMG, geil. Wow. Naja, ihr konntet auch nichts dafür. Ja, war halt leider da. Oh, wie süß. Oh mein Gott, geil. Oh, voll schön. Ah, Pikachu. Oh mein Gott. Wie cool. Oh, ist das süß. Krass. Oder wisst ihr, was auch krass wäre? Wenn jetzt jemand zuschauen würde, der davon irgendwas gezeichnet hat, das wäre ja übergeil. Krass. Voll süß. OMG. OMG. Geil. Wie cool. Ich finde es so schön, dass man weiß einfach direkt, welche Bilder das so sind. Also ich habe direkt auch die Originalbilder vor Augen. Wow, das ist auch geil. Ich habe so viele. Oh mein Gott. Wow. Krass. Schaut mal, ich habe sogar noch Didelordner mit Didelblättern. Hier habe ich noch richtig alte CDs. Sido. Und hier habe ich noch so. Alles klar. Jack Daniels. Oh, ein Baby. Baby Jack Daniels. Der ist hier unten bestimmt sehr gut gereift. Über die Jahre. Und hier habe ich noch zwei so Umzugskartons. Hier sind einmal Klamotten drin. Ich habe jetzt durchgeguckt. Es war jetzt nichts so Spektakuläres dabei. Außer vielleicht, ich blende euch mal Bilder ein. Die Regenbogenjacke ist drinnen. Und keine, ja. Einfach ältere Sachen, die ich aber... Ich will das jetzt nicht alles mit nach oben nehmen. Und hier unten sind noch Bücher und ein paar Schuhe drin, aber ganz wenig. Und Bücher und Didelmäuse und Bücher. Aber ich finde gerade hier, dieses macht dieses Buch fertig nicht. Also das alte, von dem ich euch erzählt habe, das... Kacke, ich hoffe, ich habe das nicht doch irgendwie weggeworfen. Das wäre nicht so gut. Ich bin wieder zu Hause, beziehungsweise ich bin eigentlich schon eine ganze Weile zu Hause, aber ich habe gerade noch eine Story für Banana Beauty hochgeladen. Und jetzt dachte ich mir, setze ich mich hier hin und zeige euch, was ich gekauft habe, denn ich war bei Rewe, DM und Müller und bin dann sogar nochmal zu Real gefahren. Mit der Story fange ich jetzt gleich mal an. Ich habe euch ja, glaube ich, schon erwähnt, dass ich unbedingt... meinen SodaStream Spezi ohne Zucker brauche, das Sirup. Aber ich habe es nirgendwo gefunden. Dafür bin ich zu Rewe gegangen, gab es nicht. Dann bin ich nervös geworden, weil ich nicht weiß, wo ich es sonst kaufen soll. Ich kaufe es immer da. Dann bin ich bei Müller, gab es nicht. Und die haben immer nur die mit Zucker. Und das kommt für mich nicht in Frage. Also diesen Cola-Orange-Geschmack mit Zucker mag ich einfach nicht, schmeckt mir gar nicht. Ja, und in meiner Not bin ich dann noch zu Real gefahren. Und bei Real stand ich wieder vor einem leeren Regal. Und ich brauche das aber. Das ist so, das ist wirklich so wie Entzugserscheinungen. Also direkt so, was mache ich? Was soll ich machen? Ja, ich habe es nirgendwo gefunden. Und ich bin wirklich extra noch zu Real hingefahren. So, oh. Auf jeden Fall habe ich jetzt die glorreiche Idee gehabt. Ich weiß noch nicht, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, ob es schmeckt. Aber
Wie gesagt, die mit Zucker kommen für mich nicht in Frage, weil es außerdem viele Kalorien hat und das, ich trinke es einfach nicht. Und mir schmeckt halt, ja, ansonsten, ich brauche halt einfach diesen Spezi ohne Zucker. Deshalb habe ich mir hier Cola Light und Orangengeschmack geholt und versuche das jetzt zu mischen. Und hoffe einfach, dass es gut schmeckt oder dass es ähnlich schmeckt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Hat auf jeden Fall beides auf 100 Milliliter fertig zubereitetes Getränk eine Kalorie. Ja, und daher auch eine Kalorie. So kann man das, so lässt sich das aushalten. Zur Not muss ich Montag nochmal wohin fahren, weil ich brauche das. Ja, bei Rewe habe ich dann noch wieder meine Sojamilch gekauft, weil mir heute dieses Porridge so gut geschmeckt hat. Und ja, das, vielleicht mache ich das jetzt öfter. Von daher habe ich mir gleich noch Haferflocken geholt. Und als Topping, weil ich so euphorisch war, gleich zweimal Schokostreusel. Mm. Und Sushi. Sushi. Ah, und bei Real, um es nicht zu vergessen, habe ich noch Teller gekauft. Teller. Ich fand die Farben so schön, ich konnte mich nicht entscheiden zwischen Mintgrün oder Hellblau. Und ich wollte schon fast noch normale, also flache Teller nehmen, aber dachte mir so, nee, jetzt nimm diese Schüsseln, weil ich finde, das wären so perfekte, sind einfach nicht so groß und nicht so klein. Und ja, keine Ahnung, habe Teller gekauft. Dann war ich noch, womit mache ich denn jetzt am besten weiter? Mit den Sachen, die ich bei Müller gekauft habe, glaube ich. Ich war ja, wie gesagt, auch noch bei DM, weil bei DM hätte ich eine Sache gebraucht. Aber das ist das typische Phänomen von, ich bin rein, brauche eine Sache, zahle am Ende 50 Euro. Es war wirklich so. Aber jetzt komme ich erstmal zu den Sachen von Müller, wie gesagt. Ich habe diese Zahnpasta wiedergefunden. Ich liebe diese Zahnpasta. Die schmeckt so gut. Und ja, das ist Kokos und Minze und die gab es mal bei DM und die gibt es aber jetzt schon eine Weile bei DM nicht mehr. Und jetzt habe ich sie heute bei Müller gesehen und musste sie sofort, ich habe gleich zwei mitgenommen. Und die Kassiererin, die wird sich bestimmt gefragt haben, was will sie? Die will sich jetzt 5 Jahre einsperren und braucht Zahnpasta, weil ich habe mir diese beiden gekauft und die hier dreimal. Das ist von Blendermate, die milde Frische. Und die schmeckt auch so gut. Das erste habe ich die entdeckt, hatte schon 4 in der Hand oder so. Und dann habe ich eins wieder zurückgelegt, weil ich dann die andere noch gesehen habe. Und wirklich, das sind die besten Zahnpasta überhaupt. Hier dieses Kokos und Minze. Und die gab es jetzt, glaube ich, eine Weile nicht. Ich habe die ganz lange nie gesehen, aber die ist sehr, sehr gut. Dann, weil ein Liter Sport nicht reicht, habe ich 2 und 3 gekauft. Und außerdem den Farbfixierer, von dem ich schon gesprochen habe, für meine Jacke. Und ich habe mir was gekauft, was ich schon ganz, ganz lange nicht mehr hatte. Und irgendwie vor kurzem wurde ich erst wieder daran erinnert und habe irgendwie, ich glaube, irgendein Kommentar war das oder irgendein, ich weiß gar nicht mehr. Oder habe ich mit irgendjemandem geredet, auf jeden Fall habe ich so gesagt, ich trinke nicht mehr so gerne Monster oder allgemein Energy Drinks, weil ich da immer, keine Ahnung, durch die Panikattacken, die ich immer hatte, habe ich mir das total aufgehört, das zu trinken, weil ich immer so Angst hatte, dass dieses Energy irgendwie so dieses Herzrasen auslöst oder halt, als ich eh schon so eine Phase hatte, wo ich immer so unruhig war, wollte ich nicht sowas auch noch trinken. Außerdem ist es natürlich auch fürs Abnehmen nicht förderlich, ist logisch, aber ich hatte irgendwie so Bock heute drauf und so auf diesen, ich mag sowieso nur den grünen Monster, alles andere, ich trinke sowieso keinen Energy, weil es mir gar nicht schmeckt. Und wenn, dann wirklich nur der. Und ich habe mir 2 Stück gekauft und muss mir mal wieder gönnen. Und dann habe ich noch das hier gekauft. Germany's Next Topmodel Washies Abschminkpads. Keine Ahnung. Wollte ich mir schon übelst, also kenne ich natürlich schon lange, wollte ich mir schon lange mal irgendwie zulegen, egal von welcher Firma. Und dann habe ich die gesehen, entfernt Make-up nur mit Wasser. I will try that.
Und dann war ich noch bei DM, wie gesagt, da habe ich einmal Teefilter gekauft, weil ich wollte tatsächlich probieren. Ich habe mir jetzt heute Mundschutz bestellt. Ich habe euch ja auf Instagram gefragt, ob ihr wisst, wo ich mir schwarzen Mundschutz bestellen kann, den man halt waschen kann. Und habe dann jetzt hier auch bei mir in der Nähe wo welche bestellt. Und die sind jetzt auf dem Weg. Und für zwischen, also für unterwegs, habe ich ja noch dieses OP einmal Mundschutz. Und irgendwie habe ich noch so Stoffreste und ich hatte halt so voll Bock, vielleicht mal, wenn mir langweilig jetzt irgendwie die Tage oder ich mal irgendwie, ich will es mal probieren, vielleicht mache ich es sowieso wieder nicht, aber ich guck mal, ich wollte mir jetzt selber Mundschutz nähen, ich weiß nicht, ob ich es kann, aber ich brauche dafür auf jeden Fall, hätte ich so ein Bond hier für die Ohren gebraucht, das wollte ich dann eigentlich bei Müller kaufen, habe ich nichts gefunden. Ich habe tatsächlich nichts gefunden. Und auch so einen Draht, damit man so einen Draht reinmachen kann, habe ich auch nicht richtig gefunden. Jetzt muss ich mal gucken, was ich ansonsten noch zu Hause habe. Aber so habe ich mir halt, weil ich erst bei DM war, habe ich mir da schon mal diese Teefilter gekauft, für das man die dann wechseln kann. Dann habe ich einiges an Haarentfernungssachen gekauft. Einmal so Haarentfernungs... Oh nein! Where's me? Deine Mama ist dumm. Ha, nein! Ich bin so dumm! Anna! Scheiße. Vielleicht kann ich es zurückgeben. Ja, genau, Leute. Ich wollte mir Haarentfernungscreme fürs Gesicht kaufen. Wegen dieser blöden Haare hier an der Oberlippe. Und ich, Penner, kann einfach nicht lesen und habe Haarentfärbungscreme gekauft. Mein Gott, bin ich dumm. Weil eine Freundin hat mir gesagt, sie benutzt dafür immer eine Haarentfernungscreme, die extra fürs Gesicht ist. Und was mache ich? Ich kaufe mir Blondierung. My Ren is me, so eine Kacke. Ja, ich habe den Kassenzettel mitgenommen. Ich werde es wahrscheinlich dann einfach zurück... Also umtauschen, so. Ach, dumm. Naja, immerhin zur Haarentfernung habe ich mir noch einen neuen Rasierer gekauft, weil irgendwie habe ich zurzeit wieder das Problem, dass ich nichts vertrage. Also gerade so an den Schienbeinen, mich juckt es dann immer so. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob es das jetzt besser macht, aber ich habe mir einfach mal den hier gekauft. Keine Ahnung. Und ausgerechnet, jetzt habe ich vorher noch gesagt, dass ich zu DM gegangen bin, weil ich ein Teil gebraucht habe. Und den Rest eigentlich nicht. Und das war tatsächlich die Haarentfernungscreme, die ich wirklich gebraucht hätte, wegen der ich hingegangen bin. Und ich kaufe Entfärbungscreme. Ich bin nicht dumm. Naja, auf jeden Fall habe ich hier noch so Schoko Crunchy gekauft, auch als so Topping für das Porridge. Und jetzt kommen noch einige so kleine Sachen. Einmal habe ich mir von NYX diesen Micro Brow Pencil gekauft in schwarz, weil ich den eigentlich immer für meine Augenbrauen benutze, weil der hat hinten eine Bürste und vorne ist er ganz, ganz fein. Und den habe ich aber seit wir in Berlin waren, finde ich den nicht mehr. Der könnte drüben noch in diesem Kosmetiktäschchen sein, das ich dabei hatte. Aber da habe ich bisher noch nicht geguckt, war immer zu faul. Und heute dachte ich mir, ich kaufe ihn einfach, weil selbst wenn ich ihn den anderen nochmal finde, ich würde ihn sowieso wieder nachkaufen. Und dann habe ich hier noch, ah ja, hier ist der Kassenzettel. Na, Red is me, ich bin so dumm. Diese Haarentfärbung. Red is me, das kannst du nicht bringen, du Affestein. Diese Haarentfärbungscreme hat 6,95 gekostet. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Das muss ich umtauschen. Scheiße. Egal, okay, das muss ich zurückgeben. 7 Euro. Also, dann habe ich hier einmal, da stand ich dann auch davor und dann ging dieser Kaufrausch los. Ich habe einmal, weil ich irgendwie seit 2 Tagen, ich habe eigentlich immer um mein Handgelenk 2 2 durchsichtige Haargummis, diese Invisibobbles, und einen trage ich hier und ich habe normal noch einen schwarzen, aber den finde ich gerade nicht mehr. Keine Ahnung, den habe ich wahrscheinlich beim Schlafen wieder getragen, dann ist er mir runtergegangen und dann haben ihn wahrscheinlich die Katzen irgendwohin versteckt.
Deshalb habe ich jetzt hier einmal solche. Die sind etwas kleiner und glänzen. Und dann habe ich noch diese hier gefunden. Die sind irgendwie so aus Stoff. Also die mit so einem Stoff drumherum. Und dann habe ich noch gefunden so Bobbypins in durchsichtig. Habe ich so bisher auch noch nicht gesehen. Ist vielleicht jetzt für diese Haarfarbe auch ganz gut statt schwarz. Und diese Teile finde ich cool. Ich sehe das so oft irgendwo, gerade auch wieder bei Germany's Next Topmodel, weil das natürlich cool ist für, wenn man geschminkt wird oder sich schminkt. Wann werde ich schon mal? Warum bin ich also blöd? Wenn ich mich schminke und man will die Haare zur Seite machen, dann sind die hier halt ganz cool, weil die dann nicht einen Abdruck in den Haaren machen. Und das hier habe ich gesehen. Ich finde solche Klammern in letzter Zeit so, so hübsch. Und in meiner Shein-Bestellung, die jetzt bald kommen müsste, da habe ich mir zwei von denen schon mitbestellt. Und jetzt habe ich das so gesehen und ich dachte mir, jetzt kaufe ich mir noch ein. Also das hier halt jetzt bei DM. Mali, du kannst sie da am Laptop draufstellen, bitte. Ja, Leute, das war jetzt auch mein Einkauf und ja... Zumindest brauche ich für die nächsten 10 Jahre kein Zahnpasta mehr. Und ich habe Haarentfärbungscreme. Ja, ich werde die Sachen jetzt mal wegräumen. Und ich werde jetzt gleich mal diesen Spezi ausprobieren. Darauf bin ich ja super gespannt, ob mir das schmeckt und ob ich damit was anfangen kann. Und ja, wir werden sehen. So, ihr Lieben, ich stehe in der Küche und es gibt jetzt gleich Essen für mich. Also einmal gibt es natürlich das Sushi, was ich mir mitgenommen habe. Und ich habe das hier noch, ja, gefunden. Chili con Carne ist das. Das gibt es bei Rewe und ich finde es eigentlich recht lecker. Obwohl es halt so ein Fertigding ist. Also ich finde, das schmeckt nicht so, schmeckt eigentlich recht natürlich, nicht so nach Geschmacksverstärker und so weiter. Aber das ist schon abgelaufen. Gut abgelaufen. Ich habe es aufgemacht, dran gerochen. Es ist richtig total frisch. Und ich werde gleich mal so einen Löffel probieren. Aber wenn es nicht schlecht ist, dann werde ich es natürlich noch essen. Musik.